1945 britischer Zeit ereigneten sich mehrere chemische Angriffe in ganz Europa. Ich wiederhole, Downing Street liegt im Kontaminationsradius. Over. Schon jetzt gilt es als schlimmster Terrorakt der Geschichte. Ihre GIGN abwart hier. Meine Leute sind tot oder sterben. Ich hab Gas eingeatmet. Rammstein, wir werden angegriffen. Roger, wir wissen vom... Leck. Oh. Hab's es gerade gesehen? Rammstein. Ja, typisch deutsche Band, ne? Ah, ich kann ja bei der Zeit noch so mein Mikrofon wieder gescheit hin und ständig vergesse ich das. Ist echt schlimm. Na, jetzt warten wir erstmal, bis es fertig geladen ist. Ihr könnt ja vorspulen. Ich muss hier leider warten. Rammstein. Ich bin schon gespannt aufs nächste Level. Ich glaube, das spielt wahrscheinlich in Deutschland. Juhu! Gas! Uns greifen hier russische Bodentruppen an! Bitte bestätigen, Rammstein. Russische Bodentruppen? Die ganze russische Armee fordert sofortige Unterstützung! Berichten Augenzeugen von russischen Panzern auf der Champs-Élysées. Das war kein Terrorakt. Die Angriffe sollten unsere Verteidigung zerschlagen und eine Invasion von... bereiten. Wir müssen sie mit allem angreifen, was wir haben. Sir, wir haben Kontakt zur Delegation in Hamburg verloren. Metal 01, hier over. Sie werden nach Hamburg umgeleitet. Wir müssen eine hochrangige Geisel retten. Wer ist es? Der Vizepräsident. Ach, wie schön, der amerikanische Präsident in Deutschland. Ist das nicht toll? Na gut, mach ich den Sound ein bisschen lauter. Moment, okay. Codename Goldpost. Okay, hier ist ganz schön was los. Was los? Hier ist es ganz schön los. Was los, ne? So, also im letzten Part habe ich den Ultra-HD-Part gerendert und das werde ich hier ab sofort auch tun in Call of Duty. Mal schauen, ob ich es auch ab sofort in anderen Let's Plays mache, weil der Nachteil am Rendern ist in Ultra-HD, das dauert eine Ewigkeit. Also mindestens 5 Stunden dauert das Rendern. Ja, und das Hochladen dauert auch wieder seine Zeit, also insgesamt 6 bis 7 Stunden ungefähr. So, und was muss ich jetzt machen? Die Russen da abknallen, oder was? Ah ne, okay, wir landen. Ist ja schön. Räumen Sie den Panzer, was? Räumen Sie den Panzer in den Weg vorher? Ganz schön viele Soldaten hier. Krieg in Hamburg, sowas gibt's. Ah! Oh, wenn der mich jetzt überrollt hätte, wäre ich angepisst. Das sind doch gar keine Gegner. Ich sehe sie gar nicht. Hey, Sattmann ist wieder da. Wen spielen wir eigentlich? Ich habe dann gesehen, wen wir spielen gerade. Hm. Was? Wie? Ja. Hü, hu, ha, he, hu, oh, da, hier, da, nein. Stacheldraht, episch. Nee, ja doch, Stacheldraht ist das. Ey. So. Wenn wir hier gegen Deutsche kämpfen, dann schalte ich meinen PC aus und deinstalliere Call of Duty. Moment, das geht ja gar nicht. Ich muss zuerst... Was war das denn jetzt? Jetzt fängt es schon mal gut an. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Da sind die Gegner. Ha! Von der Seite angegriffen. Warum ihr seid, Russen, Deutsche, mir egal. Ah! Er ist ein Sniper. Es leckt. Er leckt mich im Arsch. Er leckt mich im Arsch. Es leckt. Ich renne jetzt durch, auch wenn es leckt. Ich lasse mich von 7 FPS nicht aufhalten. So, und jetzt runter. Hier bin ich absolut sicher. Hier kann mir nichts passieren.
Okay, jetzt hat sie auch die Framerate wieder gefangen. Wo muss ich eigentlich? US Air Force. Aha. Die Amis sind wohl gerne in Deutschland. Das sieht man auch im Zweiten Weltkrieg. Alter! Wo kommt der denn jetzt her? Das war jetzt wieder dieser scheiß verkackte Leck. Was ja auch stimmt. Schon wieder 7 FPS. Was ist denn das für ein Müll jetzt? Vielleicht weil so viele... vielleicht weil so viele Menschen da gerade da sind. So viele NPCs, genau. Oh, ich glaube, ich habe einen Kollegen erschossen. Naja, ist eh ein Ami. Ich mag eh keine Amis. Habe ich schon so oft gesagt. Also was Krieg angeht, mag ich keine Amis. Und sonst eigentlich auch nicht. So. Ist es hier sicher? Die gehören zu uns, okay. Jump hier mal rüber. Über die deutsche Mauer, ne? Ich glaube, ich schaue dann irgendwo mal vorbei an der Bar, dann bestelle ich mir ein Bier. Ein deutsches Bier, ein original deutsches Bier. Aus Hamburg. Alter, wo? Ich gehe mal lieber weg, hier ist es mir zu unsicher. Leck! Alter, das war jetzt ein fetter Hangover. Gehört der zu uns? Nee, ne? Doch. Oh, tut mir leid. War Absicht. Hey, Sandmann. Irgendwie mache ich hier gar nichts. Ich renne hier nur rum und versteck mich. Den Rest erlegen meine Kollegas. Wir kämpfen uns langsam durch die deutschen Straßen. Das kommt mir doch bekannt vor, oder? Ich weiß auch, damals im Zweiten Weltkrieg, als ich gegen die Deutschen gekämpft habe, das war noch Zeit, ne? Ich sollte jetzt aufhören mit diesen rassistischen Äußerungen gegenüber Deutschen und Amis. Ich bin ja selber ein Deutscher, ne? Also falls ihr jetzt anfangt zu haten, hey, du beleidigst voll die Deutschen. Ich bin selber ein Deutscher. Wir haben uns ja alle lieb, ne? Ich mache ja nur Witze. Und diesen Typen hasse ich. Greift mich einfach von der Seite an. Von der Seite greift er mich an. Alter, wie bin ich denn jetzt gerade drauf? Naja. Ich muss jetzt 3 Parts aufnehmen. Also 3 Level werde ich jetzt am Stück machen. Vielleicht sogar 4 oder 5. Weil ich jetzt in Ultra HD rennen muss und der... Was? Was ist denn jetzt für ein... Hä? Ein Zitat von Napoleon, na toll. Also ich werde jetzt 3 Parts, wie gesagt, oder 5 Parts aufnehmen. Weil ich sehe ein HD, Ultra HD rendere, was seine Zeit dauert. Und damit kann ich sie über Nacht laufen lassen oder wie auch immer. Alter! Was ist denn das für ein Müll? Ich mag das Level bis jetzt überhaupt nicht. Das Level hat wahrscheinlich Raichi Cover erstellt. So, ich verstecke mich hier. Hier bin ich sicher. Egal vor wem. Sogar vor bösen Japanern. Mit ihren Super Mario Hacks. Aber vom Leck bin ich nie sicher. Ey, komm, lass mich einsteigen. Ich tue hier eh nichts. Gib mir den Panzer, dann hab ich was zu tun. La 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 la. Ich knall mich mal ab. Da 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 da. Ah! Hilfe! Ich hab Angst! Ich hab Angst! Oh mein Gott! Ich will heim und meinen Daumen lutschen. Hilfe! Hilfe! Hast du keine Angst, Sandmann? Scheint wohl nicht so zu sein. Als Call of Duty ist überhaupt nichts für mich. Ich verstecke mich ja nur. Es ist kein Let's Play, sondern ein Let's Versteck.
Noch jemand da? Hallo? Hallo? Oh, hi. Miller. Ah, safe. Ich bin safe. Jedenfalls das erste. Ich spring mal über die deutsche Mauer. Okay. So, Mulzuka, hier da, ne? Oh, hi. Und tschüss. Ach, wieder so einer mit einem Raketenwerfer. Made by your mother. Hallo, hallo, Sandmann, wie geht's dir? Hallo. Kann es sein, dass ich jetzt ein bisschen zu viel herum albere? Was ist denn jetzt? Ich krieg hier auf einmal so viel Damage. Warum eigentlich? Ist da ein Tank in der Nähe oder was? Leck! Ah, leck mich am Arsch. Ah, wieder ein Safe. Okay. Hey, ein BMW, oder? Ich würde sagen, wenn da ein BMW-Auto wäre. Dann würden die Amis glauben, wir alle fahren einen BMW. Was ist denn das für eine Automarke? Automarke? Ja, das Auto ist so heiß. Seht ihr, wie heiß das Auto ist? Das heizt. Wegen dem Leck kann ich gar nicht richtig zocken. Wahrscheinlich, weil die Map so groß ist. Auch ein weiterer Grund. Aber ich glaube, der lädt immer verschiedene Chunks von der Map. Weil sonst wird es ja dauerhaft lecken. Vermute ich einfach mal. Ich bin hier kein Programmierer, aber ich schätze mal, dass es so ist. Ja, da sind ja viele, da sind sehr viele. Den muss ich ja mal schnell ein bisschen abknallen. Hier, da. Bleib doch stehen, ich will mit dir spielen. Ich will Call of Duty mit dir spielen. Das müsste der Mörder im Gericht sagen. Warum haben Sie diesen Mann umgebracht? Ja, ich habe ihn nicht umgebracht. Ich habe mit ihm Call of Duty gespielt. Was muss ich jetzt machen? Kann ich jetzt in den Panzer einsteigen? Panzer! 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 Ich grüße Sie! Ah! Was muss ich denn jetzt machen? Wem mannen Sie die Panzer? So, ja. Die Waffe des Panzers. Leck! Okay, das ist das erste Mal, dass man... Oh, schade, ich dachte, man kann ihn jetzt spielen, den Panzer. Wäre ja schon Battlefield-reif. Oh, ich knall meinen eigenen ab. Naja, egal. Wo sind denn da Gegner? Ach, da oben. Nee. Ich habe nur eine Gehirnerschütterung, aber sonst geht's mir gut. Ach, du Scheiße. Das Level ist ganz schön... Action-reich. Naja, immerhin komme ich auch in die Gelegenheit, ein paar Menschen umzubringen. Jedenfalls in dem Spiel. Ach, der Heli gehört zu uns. Naja. Oh, wie? Was? Feind? Feind? Nee. Leck. Leck ist mein größter Feind. Ich stelle mir jetzt einfach vor, jeder Gegner wäre ein Leck. In einem meiner zukünftigen Let's Plays zumindest. So. Fliehen hilft nichts. Ich erwische euch sowieso. Jemand, der kommt von einem langen, harten Geschütz. ja. Kann es sein, dass ich ein bisschen zu laut spreche? Naja. Oh, ein Raketenwerfer. Made by your mother, again. Im Parkhaus herrscht absolute Ruhe. Ich soll dir keinen Schieße hier. Leck. Leck. Ah. Gegner. Ich glaube, ich sollte diese BMWs in die Luft jagen. Ey, wo denn? Hey, ein Audi. Ist das ein Audi? Nö. Wow.
Hilft Goldsworth, sie gärt nicht mitten ins Feuer rein. Ey, du bist voll der Noob. Hast es nicht verdient zu leben. So, ich habe einen Kollegen gekillt. Und ich bin stolz. Ich bin ein Teamkiller. Also irgendwie taugt es Level nicht. Auch wenn da so viel Action drin ist, es taugt mir einfach nicht. Es ist langweilig. Und Telefon. Hoffentlich hört man es nicht. Naja. Ich blute. Echt real. Oh mein Gott. Das ist, hä? Achso. Diese BMWs heutzutage. Na, immerhin sind wir sicher. Ah, doch nicht ganz. So. Jetzt sind wir wieder auf Fuß unterwegs. Ich kann nicht schießen. Nee, mein Visier ist kaputt. Ich tippe jetzt die rechte Maustaste, hört sie? Ah nein, das ist die falsche, das ist die linke, okay. Können wir nicht einfach Frieden schließen und uns alle in die Arme drücken? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, diese Sprüche vom Knuddel und so werden langsam alt, naja. Der Arme. Er tut mir richtig leid. Seine Familie ist sehr traurig. Oh! Sag mal, hilf mir! Oh, Granate! Made by your mother! Der arme Mensch und seine Familie. Schaut ihn euch an. Leck! Schaut ihn euch an! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich muss hier raus! Ich halte nicht mehr aus! Hey, rennt sich so! Auf deutschen Straßen wird nach rechts gefahren. Ah! Gegner? Gegner, ne? Oh, Gegner? Gegner. Ich stelle mich hier vielleicht ruhig an, aber es ist mit Absicht so gemacht. Es wird ein Let's Play in Wirklichkeit und kein Let's Play. Gegner? Kein Gegner. Ah! Gegner? Ja. Wow! Okay. Muss! Schreibtisch! Internet gehen! Da, 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 da! Ich renne hier einfach durch! Ich renne hier einfach durch! Da, 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 da! Hey, es funktioniert sogar! Hätte ich nicht gedacht! Also, falls ihr mal in der Bundeswehr seid und in den Einsatz macht, dann rennt es einfach an den Gegner vorbei. Das ist total sicher. Gehen Sie drinnen in Deckung. Vor was denn? Ich sterbe jetzt eh gleich. Wetten? Seht ihr? Seht ihr? Ich hab's gewusst. Seht ihr? Seht ihr? Seht ihr? Ich bin in Wirklichkeit Hellseher. Oh Gott. Der Part wird wieder scheiße lang und ich werde mich freuen, das Ganze zu rendern. Naja, ich mach's dann nachts über. Aber egal. Oje, oje. Alter, warum leckt es jetzt? Und jetzt läuft es auf einmal nicht flüssig. Scheiße. Ich wollte schon sagen, es läuft flüssig, tut's aber nicht. What the fuck? What the penis? You know, ich sag jetzt what the penis. Man sagt ja auch what the ficken und dann sage ich jetzt aber what the... What the penis? Oh! Alter, bin ich zum Glück zum Scheißen oder zum Kacken? Oder zum Beides? Oder wegen dem Lag? Ich komme mir ein bisschen vor wie bei Star Wars. Ich kann nicht spielen, weil es laggt. So, und jetzt? Ah, da ist ja noch einer. Hallöchen, kannst du mir Nachhilfeunterricht geben? Kannst du es machen? Hey, warte doch! Sandmann! Wo rein? Ist da ein Bunker oder was? Ich hocke mal in den Bunker mitten in Hamburg.
Ich schmeiß meine Granate. Schlecht. So, ich warte jetzt und tu gar nichts mehr machen. Aha, mein Bildschirm ist besser, mein neuer. Ich will nicht mehr. Ich will heim. Ich will nicht mehr. Ich hab Angst. Und mir tut alles weh. Und ich verblute. Und ich hab keinen Bock mehr. Warum schießt der in den Himmel? Hat das irgendeinen Sinn? Naja. Automarke. Keine Ahnung. Nissan? Weiß nicht, was ist. Egal, was das war. Jetzt ist es K.O. Ey. So, ich schleiche mir jetzt einfach. Nehmen wir zum Gegner hin. Leck! Jetzt bin ich tot. Na doch nicht. Was steht da? 127. Ist das so ein Geheimcode für ein Tresor oder sowas? Keine Ahnung. Ey. Wo? Welcher Arsch hat gerade auf mich geschossen? Er gibt dich zu erkennen, damit ich dir das Hirn wegblasen kann. Was tust? Sülzücke! Sulliventley! Boah, ey, das Level ist vielleicht echt ätzend. Das Level ist echt ätzend, Leute. That's the very ätzendste Level ever. Nicht weil es keinen Spaß macht, sondern weil es leckt. Wo muss ich denn jetzt hin? Achso, ich muss den Typen da folgen. Wo ist er denn? Hey, der macht's wie ich, er versteckt sich nur. Ist da jemand? Boah, nee, jetzt leckt's ja nur noch. Das macht jetzt überhaupt keinen Spaß mehr. Es laggt. Ja, es läuft mit 2 Frames pro Sekunde. 2, ja, ihr wisst schon. 1. Warum laggt es jetzt so? Verstehe, wer kann. Jetzt sind es 8, jetzt sind es 4. Jetzt ist es einer, wieder 2. Jetzt sind es 10. Seht ihr, wie das laggt? Sowas sollte nicht sein. Jetzt sind es 19 für eine kurze Zeit gewesen. Moment, ich mache mal kurz Pause. So, ist die Aufnahme kurz pausiert und wieder aufgenommen und jetzt müsste wieder flüssig laufen. Aber ich glaube, das ist auch nur für eine kurze Zeit. Das war gerade eben eine Katastrophe. Das hat mich voll an Star Wars erinnert. Ach, was für ein schönes Let's Play es auch war. Das war Zeitlupen, Jedi-Kampf vom Feinsten. Hey, die Straße ist kaputt. Reparieren. Ja doch, hier sind Häuser. Oh, das Auto ist aber ganz schön durchlöchert. Es wurde wahrscheinlich von Gangstern abgeknallt. Warum ist denn da kein EU-Zeichen dran? Billigspiel, da müsste ein EU-Zeichen dran sein bei allen deutschen Autos. Und hier auch. Die Macher von Call of Duty waren wohl noch nie in Deutschland. Wie lange geht das Level denn noch? Ich habe leider keine Lust mehr. Fingerabdrücke. Yay!
Das ist die dunkle Bruderschaft aus Morrowind und aus Morrowind, Oblivion und Skyrim. Ach nee, jetzt fängt schon wieder zum Laggen an. Ja, leck mich doch im Arsch. Ich glaube, das werde ich in zwei Parts rendern. Soll ich das machen? Ich mach mal wieder Pause 1. Ah, fängt sich wieder. Okay. Okay. Ist wieder in Slow Motion. Und oh Geisel, scheiße. Also gut. In Battlefield 3 muss man im Koop Game auch ein paar Geiseln befreien. Das vielleicht war vielleicht ein scheiß Level. Musste man total snipen. Alter! Das Level erinnert mich Level in Call of Duty 2, wo man in diesem Schiff ist. Okay, ich muss auf den. Ich schaue mir erstmal die Lage an. Das habe ich auch in 2 so gemacht. Und es lebt. Okay, der knallt die Geisel ab, das darf nicht passieren. Und die knallen mich ab. So, habe ich es geschafft. Ach, der noch, oder? Nee, das ist Sandmann. Gott sei Dank. Was ist denn das für ein Haus? Also ich war noch nie in Hamburg, ich kann nicht sagen, was das für ein Haus ist. Naja. Boah, dann bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.